Okay, hallo, ich bin Ina Kirsch. Ich arbeite hier in der Philologischen Bibliothek. An der FU bin ich tatsächlich schon fast 20 Jahre. Da habe ich meine Ausbildung hier angefangen als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Und direkt mit Abschluss der Ausbildung kam ich auch schon hierher in das schöne Haus, als es aufgemacht hat, 2005. Und seitdem bin ich hier in der Benutzungsabteilung, in der Leitstelle. Und es macht mir eigentlich großen Spaß. Benutzung ist so mein Ding. Was mache ich besonders gern? Mit Leuten arbeite ich tatsächlich gern. Also deshalb ist die Leitstelle auch sowas, was mir Spaß macht. Den Leuten helfen und dabei helfen, irgendwas zu finden und dass sie dann die Sachen mitnehmen können und dann ganz glücklich sind. Also der Kontakt mit Menschen ist mir schon wichtig. Schulungen und sowas mache ich auch sehr, sehr gern. Geht ja in eine ähnliche Richtung, mit Leuten arbeiten. Aber ich habe auch ein Faible für Organisation. Also ich bin ja die stellvertretende Leitung der Leitstelle bei uns. Ich bin also auch mit Dienstplänen betraut und ähnlichem. Und sowas macht mir auch Spaß tatsächlich. Dass alles funktioniert dann am Ende, sowas mache ich sehr gern. Die größten Herausforderungen in den letzten Monaten. Ich würde sagen, manches hatte schon mit der Organisation hier dann auch zu tun in der Bibliothek. Egal, ob es da jetzt um Pandemie ging, im Sinne von, wie können wir aufmachen, unter welchen Umständen, wie funktioniert das alles, oder auch Dienstplangeschichten dann wieder. Wir haben nicht genug Personal, wir müssen diese und jene Schichten besetzen. Also das ist immer ein bisschen herausfordernd, aber natürlich auch interessant. Ansonsten für mich ganz persönlich, ich bin ja gerade in den letzten Zügen meiner Fernweiterbildung, Bibliothekswissenschaft, dann bin ich richtig Bibliothekarin. Und das ist natürlich anstrengend, wenn du das neben der Arbeit machst. Das frisst sehr viel Zeit, sehr viel Freizeit und das macht sehr viel Mühe. Und gerade wenn man jetzt schon sehr lange nicht mehr in die Schule gegangen ist, ist das nicht immer so spaßig. Sehr interessant zwar, aber auch sehr anstrengend. Ja. Klingt vielleicht ein bisschen banal, aber meine Bibliothek der Zukunft hat vor allem Geld. Es ist einfach traurig, dass viele Sachen, egal ob in wissenschaftlichen oder öffentlichen Bibliotheken, dass es da irgendwo am Geld manches dann scheitert. Das ist sehr ungünstig. Also ja, die hat auf jeden Fall Geld, die Bibliothek der Zukunft, weil in meiner Bibliothek der Zukunft alle Leute wissen, wie wichtig das ist als Ort der Begegnung, als Ort zum Studieren, zum Lernen. Auch für Leute, die aus nicht gerade bildungsnahen Haushalten kommen, in öffentlichen Bibliotheken dann zum Beispiel. Also, dass das Ganze ernst und wichtig genug genommen wird von allen. Im Prinzip würde ich schon sagen, hier die Rost- und Silberlaube, wo die Philologische Bibliothek ja auch ist, was jetzt weniger an der Rost- und Silberlaube selber liegt. Aber die Innenhöfe hier finde ich ganz toll. Also ich finde es super, dass hier ziemlich viel Grün ist und dass das nicht einfach nur ein großer zentraler Innenhof ist, sondern dass das so ganz viele kleine sind, die es hier gibt, wo man sich zurückziehen und unterhalten kann. Man kann da eine kleine Pause machen. Manchmal machen die ja auch Seminare hier dann da draußen. Das finde ich sehr, sehr schön. Da halte ich mich gern auf. E-Book wäre meine ganz spontane Eingebung. Platzsparend und so schön leicht im Gepäck. Laien. Ich bin grundsätzlich an manchen Stellen zumindest ein recht sparsamer Typ und ich finde, man muss nicht alles selber haben. Vielleicht braucht man es auch nicht andauernd wieder. Also ausleihen ist schon okay. Welt erkunden. Ich weiß nicht, ob ich gleich die ganze Welt nehmen würde. Europa, finde ich, hat schon ganz schön viel zu bieten. Aber ja, da sind noch ganz, ganz viele Plätze, die ich unbedingt noch sehen möchte. Im Zweifel würde ich den Podcast nehmen, glaube ich. Das ist einfach manchmal so schön praktisch. Man kann dabei tausend andere Sachen machen. Aufräumen, U-Bahn fahren, völlig egal. Man ist nicht so gebunden ans Sofa zu Hause. Ich würde so gern spontan sagen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gehöre ich eher zu den Leuten, die Sachen vorab planen. Ich komme ja aus so einem Beamtenhaushalt und arbeite im Bereich der Organisation. Also ja, wenn ich ehrlich bin, plane ich die Sachen schon gern vorher.